Es ist mal wieder Klimagipfel. Diesmal treffen sich die Staatsoberhäupter in Paris. Und mal wieder hat man sich Großes vorgenommen, einen Weltklimavertrag. Aber dieses Mal soll es besser laufen als auf all den Gipfeln zuvor. Umweltsünden und Klimakatastrophen. Treibhausgase. Kyoto ist tot. Es lebe Kyoto. Mammutkonferenz. Dies ist ein Rückblick. Ein Rückblick auf den Umgang mit dem Klimawandel. Schon in den 70er Jahren als Problem durchaus erkannt. Seitdem hat die Weltgemeinschaft verhandelt und gestritten auf bisher 20 Klimakonferenzen. Der Klimaschutz braucht einen langen Atem. Genf, 1990. Rund 500 Meteorologen und führende Klimaforscher aus aller Welt diskutieren über die globale Klimaveränderung. Die Prognosen sind düster. Ein Temperaturanstieg in den nächsten 100 Jahren etwa genauso groß wie seit der letzten Eiszeit vor 18.000 Jahren bis heute. Und das nur durch menschlichen Einfluss. Verschiedene Langzeitstudien demonstrieren, dass sich die Klimazonen der Erde verschieben, dass durch Überschwemmungen oder Dürren vor allem die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet ist. Die Wissenschaftler formulieren 4 Hauptforderungen. Erstens, Reduzierung der Kohlendioxidemissionen aus Verkehr und Energiegewinnung um mindestens 50% bis zum Jahr 2050. Zweitens, ein weltweites Verbot der Herstellung von Chemikalien wie FCKW. Sie schädigen die Ozonschicht. Drittens, Schutz und Vermehrung der Wälder, vor allem in den Tropen. Wachsende Bäume schlucken CO2. Und viertens, Maßnahmen gegen Spurengase wie Methan, die beispielsweise bei der Rinderhaltung frei werden. Der erste Bericht des Weltklimarats gibt die Themen vor für den sogenannten Erdgipfel in Rio de Janeiro im Frühsommer 1992. 17.000 Teilnehmer, Regierungsvertreter von 178 Staaten, die bis dahin größte Konferenz aller Zeiten. Die Agenda 21 in 800 Seiten Absichtserklärung für das kommende Jahrhundert, sie war nicht nach jedermanns Geschmack. Dennoch konnte Brasiliens Präsident Collor am Ende verkünden, dass die Agenda von den Delegierten aus 172 Ländern akzeptiert worden ist, mit Vorbehalten, aber ohne Widerspruch. Das Ziel, eine gefährliche Störung des Klimasystems, müsse verhindert werden. Die hochentwickelten Industriestaaten versprachen, ihre Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 zurückzuführen. Das Abkommen aber ist völkerrechtlich nicht bindend, also freiwillig. Viele Länder, zum Beispiel auch die USA, lehnen verbindliche Maßnahmen kategorisch ab. In den folgenden Jahren wird klar, freiwillige Selbstverpflichtungen reichen zur Reduzierung der Treibhausgase nicht aus. Der wichtigste Gipfel war 1997, der Kyoto-Gipfel. Da wurde das Kyoto-Protokoll verabschiedet. Das einzige bisher jedenfalls international verbindliche Abkommen zur Senkung von Treibhausgasen. Mit diesem Hammerschlag war das Schlussprotokoll der Weltklimakonferenz in Kyoto unter Dach und Fach. Die ganze Nacht hindurch war gestritten und verhandelt worden. Am Morgen war man fertig, fix und fertig. Was die Delegierten dieser Klimakonferenz umtreibt, ist die Suche nach der Begrenzung des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das setzt Kompromisse voraus, mit denen zum Konferenzauftakt kaum einer rechnete. Zu unterschiedlich ticken die Uhren der Reichen und der Armen dieser Welt. Da ist der Gastgeber selbst. Obwohl zweitgrößter CO2-Produzent der Welt, versucht Nippon, seine heimische Industrie nach Kräften vor zusätzlichen Umweltauflagen zu bewahren. Deshalb liebäugeln die Japaner mit einem Reduktionsziel von nur 5% irgendwann um das Jahr 2010. Dann die Mehrheit im Plenum, die Entwicklungsländer. Die Industrienationen sind schuld, hört man hier. Wir haben kein Geld für teure Filteranlagen oder gar den Neubau von umweltfreundlichen Fabriken. Schließlich ein paar Sitzreihen weiter die USA, der Buhmann dieser Konferenz. Mit dem höchsten CO2-Ausstoß weltweit, der größte Klimakiller überhaupt. Und stur, das hatte man erwartet. Am besten überhaupt keine CO2-Reduzierung, sondern einfrieren auf dem Uraltstand von 1990.
Am Ende aber sieht das Kyoto-Protokoll Senkungsraten vor, die bis zum Zeitraum 2008 bis 2012 erreicht werden müssen, bezogen auf 1990. Die USA erklären sich mit einem Minus von 7% einverstanden. Die Japaner, sie müssen ihre Emissionen um 6% reduzieren, 1% mehr, als sie von sich aus angeboten hatten. Und die Europäer müssen ihren Treibhausgasausstoß um 8% senken. Damit haben sie ihr hochgestecktes Ziel von 15% nicht erreicht. Auf den folgenden Konferenzen versuchen die Delegierten, die Details des Kyoto-Protokolls zu klären und den Weg zu ebnen für eine Ratifizierung. Streitpunkte sind die flexiblen Mechanismen. Beim Emissionshandel werden Abgasmengen wie Aktien gehandelt. Und bei den sauberen Entwicklungsmechanismen könnte Deutschland zum Beispiel Solarenergie anderswo finanzieren und sich die Abgasreduzierung zu Hause gutschreiben. Umweltschützer fürchten, dass sich die Industrieländer so komplett von Verpflichtungen freikaufen könnten. Auch die Deutschen wollen solche Mechanismen begrenzen, Schlupflöcher schließen. Gegenpol sind die Amerikaner. In Den Haag kommt es im November 2000 zum Eklat. Man sah es seiner Miene schon von Weitem an. Der britische Vizepremier Prescott war geladen und so platzte er vor der Kamera heraus. Es gibt keinen Deal, das ist sehr schade, denn die Menschen verlangten von uns ein Abkommen, aber so ist das Leben. Sprach's und stürmte zu seinem Auto. Man sah es ihnen an, die Nacht haben sie durchverhandelt. Besonders die Europäer zeigten Kampfesspuren, denn sie rangen nicht nur um einen Kompromiss mit anderen Ländergruppen, sie waren sich auch untereinander nicht einig. Es ging immer noch um die Frage der Wälder und Felder. Die Amerikaner wollten sie sich weiterhin als CO2-senkende Maßnahmen anrechnen lassen, denn jede Art von Pflanze ziehe beim Wachsen CO2 aus der Luft, egal ob Baum, Busch oder Feldfrucht. Ein Kompromiss kam in die europäische Runde. Der Brite Prescott nimmt Tritin beiseite. Denn er war sehr dafür. Es ging um eine Mengenbegrenzung und schnell war man beim Falschen. Man sieht ja, wie die Stimmung war. Man sieht ja, dass es Tritin zu weit ging. Es waren viele kleine Dinge, die falsch liefen. Leider, denn wir hatten die Amerikaner fast so weit. Und in den letzten Stunden haben sie sich noch bewegt. Aber dann lief einfach die Zeit ab. Dass es nicht einfach ist, in einer solch angespannten Situation mit 15 Ländern und 15 sehr unterschiedlichen Interessen gelegentlich zu arbeiten, dürfte auf der Hand liegen. Die Zugeständnisse an den amerikanischen Verhandlungsführer Loy, an Kanada und Japan, hätten das Abkommen ausgehöhlt. Das meinen die Deutschen. Ganz auf einer Linie mit den Umweltschützern. Nun kommt es zu gar keinem Abkommen. Aus Enttäuschung rissen die Umweltschützer vor der Tür den symbolischen Deich ein. Ihr versenkt die Welt, steht auf dem Transparent und sie meinen, es gäbe eindeutig Schuldige. Ich habe dazu nur eine Antwort und das ist, dass die USA, Kanada, Australien und Japan sich zu Hause hinsetzen müssen, sich überlegen können müssen, wie sie dieses Scheitern, was ihre Schuld ist, ihren Kindern, ihrer Bevölkerung erklären können. Das Scheitern enttäuscht den niederländischen Verhandlungsleiter Pronk persönlich. Aber er sagt auch, wir können nicht einfach sagen, dass wir gescheitert sind. Wir müssen den Menschen eine Perspektive geben. Diplomatie im Plenum, denn nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Eine neue Runde ist angesetzt für Mai. Gern sind die Amerikaner dabei, betont der amerikanische Verhandlungsführer. Denn auch er wolle auf jeden Fall ein Klimaschutzabkommen. Die Frage ist nur, ob er dabei ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bedingungen bei dieser Nachfolgekonferenz wirklich so viel besser sind, als dass die Vertagung sich heute gelohnt hat. Abbauen in Den Haag. Der Klimaschutz hat anscheinend keine guten Karten. Aber es wird weiter verhandelt, 2001 in Bonn. Und zur Überraschung vieler verkündet Konferenzpräsident Jan Pronk den Kompromiss zur Rettung des Weltklimas. Ein Kompromiss, mit dem alle leben können, selbst die Japaner. Der Dank der Delegierten galt deshalb Umweltministerin Kawaguchi, deren Zustimmung allerdings erst mit zähneknirschendem Entgegenkommen erreicht wurde. Wichtigster Punkt: Japan muss nur noch gut 1% statt bisher geplante 5% seiner Klimagase verringern. Zum einen ist es gelungen, hier eine wirkliche Dynamik in der Konferenz zu erzeugen. Öffentlich wurde über die Medien in den verschiedensten Ländern, wo es notwendig war, sehr viel Druck gemacht. Und man kam den Ländern entgegen, dass man ihnen bestimmte Schlupflöcher angeboten hat, ihre Ziele zu erniedrigen, sodass es gerade noch akzeptabel für sie war, zu unterzeichnen. Und so gelang es, die Amerikaner mit ihrer Blockadehaltung auszuspielen und in der Staatengemeinschaft zu isolieren.
Ich glaube, es ist eine historische Situation, wo kaum einer mit gerechnet hat, dass nachdem der größte Emittent, die USA, sich aus dem Geschäft verabschiedet hat, alle anderen großen Staaten zusammen gesagt haben, wir machen das trotzdem. Da hat kaum jemand mit gerechnet und das wird eine sehr große Dynamik für den Klimaschutz auslösen. Umweltminister Trittin ist zuversichtlich, dass sich die Staaten auch an die Vereinbarungen halten werden. Andernfalls drohen Sanktionen. Nun, die EU, Japan und Russland, alle haben angekündigt, dass sie dieses Kyoto-Protokoll nun ratifizieren werden. Damit kann es 2002 in Kraft treten. Wir werden dann ein System haben, was dazu führt, dass wenn jemand es verfehlt, seine Klimaschutzverpflichtungen einzuhalten, beim nächsten Mal er das 1,3-fache reduzieren muss. Ich glaube, hier haben wir einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht. Die Beratungen gehen weiter, Gipfel für Gipfel. Die Jahre ziehen ins Land. Und das erste Jubiläum steht an, Rio plus 10. Aber viel zu feiern gibt es eigentlich nicht. Wir waren Babys, als ihr euch in Rio vor 10 Jahren getroffen habt. Was wir euch sagen wollen, ist wahrscheinlich das Gleiche, was ihr damals schon gehört habt. Da klatschen sie wohlwollend und sie wissen, dass es stimmt. Und man fragt sich, ob es dieses Mal Folgen haben wird. So ähnlich könnte es auch damals geklungen haben. Lasst uns aufhören, defensiv zu sein und anfangen, politisch Mut zu zeigen. Wir müssen der unbequemen Wahrheit ins Auge blicken. Das gegenwärtige Konzept von Entwicklung ist zu vorteilhaft für einige wenige und überlässt viel zu viele der Armut. Und auch deshalb war Bundeskanzler Schröder gekommen, für ein paar Stunden. Flagge zeigen sozusagen. Über 100 Staats- und Regierungschefs beteiligen sich am Redemarathon. 5 Minuten hat jeder. Richtig etwas bewegen tut das natürlich nicht. In Detailfragen schachern Fachleute und Minister hinter verschlossenen Türen. Schröder hatte neben dem Anliegen des Klimaschutzes etwas dabei, mit dem er sich bei manchem EU-Kollegen und den USA nicht beliebt machte. Meine Damen und Herren, mindestens so wichtig wie Finanzmittel ist der freie und ungehinderte Zugang der Entwicklungsländer zu den Weltmärkten. Und dazu gehört ausdrücklich auch der Abbau von marktverzerrenden Subventionen im Agrarbereich. Damit war er natürlich auf Granit gestoßen. Immerhin aber waren fast alle Gipfelstreitpunkte geklärt, bis auf einen Zeitplan der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien. Optimismus. Aber sowas wie Aufbruch ist schon sichtbar. Einfach, die Leute sehen Hoffnung, dass auch die Industrieländer ihre Hilfsverpflichtungen erkennen, dass sie teilen müssen, was Technologien angeht, und dass auf der anderen Seite man allmählich sieht, dass man will wachsen, ökonomisch wachsen, aber dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, wenn man gegen die eigenen Lebensgrundlagen wächst. Während einer Pressekonferenz dann eine kleine Überraschung. Das ist genauso wie gesagt, Kanada kündigt an, das Kyoto-Klimaschutzprotokoll zu unterzeichnen. Da sind wir ja beide zufrieden. Ihre Frage hat sich erledigt und meine Bemühungen, nicht nur meine, waren von Erfolg. Kanada ist also dabei, ein großer Schritt ist getan. Aber es geht auf diesem Gipfel um noch mehr. Zahlreiche Delegierte wenden sich gegen die Agrarsubventionen der EU und der USA. Bauern in den Entwicklungsländern könnten so nicht konkurrenzfähig werden. Die Gruppe der Schwellen- und Entwicklungsländer, sie vertreten die Mehrheit der Menschheit. Ein gerechterer Welthandel ist eins ihrer wichtigsten Ziele, denn Europa und Amerika haben ihre Märkte gegenüber den armen Ländern quasi abgeschottet. Globalisierung als Einbahnstraße. Aufgrund der Subventionspolitik der Industrieländer haben Produkte wie etwa aus Afrika dort keine Marktchancen. Doch US-Präsident Bush will erst gar nicht nach Johannesburg gucken. Dafür gibt's Prügel von den vielen Aktionsgruppen. In Johannesburg gibt es aus Sicht der USA nichts zu gewinnen. Internationale Verpflichtungen sind für Amerika ein Graus. Anstelle dessen setzen die USA auf Hilfe nach Gutsherrenart. Im Bereich des Klimaschutzes blockieren sie weiter. Bloß nichts unterzeichnen. Einige spotten, Amerika sei Teil einer Achse des umweltpolitischen Bösen. Zwischen den Entwicklungsländern und den USA versucht nun, Europa zu vermitteln. Eigentlich selbst noch zerstritten, vor allem was den Subventionsabbau betrifft.
den will Deutschland gerne vorantreiben. Denn solange die Industrieländer ihre Märkte abschotten, werden die Entwicklungsländer kaum dazu bereit sein, die Umweltstandards zu erhöhen. Bei der Klimakonferenz in Mailand im Dezember 2003 diskutiert man weiterhin über den Welthandel und wieder mal um das Kyoto-Abkommen und wann es endlich in Kraft treten kann. Alle Augen ruhen auf dem russischen Präsidenten und ohne Russland läuft da gar nichts. Die russische Regierung wird das Kyoto-Protokoll nur dann ratifizieren, wenn unsere nationalen Interessen dabei gewahrt bleiben. Ein Dämpfer vor allem für die Europäer. Denn darum geht es. Die russische Schwerindustrie, eine der größten Dreckschleudern überhaupt. Doch seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion arbeiten nur noch Teile der riesigen Kombinate und auf einmal bleibt Russland unterhalb der vorgegebenen Grenzen für den Kohlendioxidausstoß. Rund 8 Milliarden Dollar jährlich erhofft sich Moskau durch den Verkauf sogenannter Quoten. Denn Länder, die das Abkommen nicht erfüllen, können ihre Schadstoffe an die Staaten verkaufen, die unterhalb der Grenzwerte liegen. Interessiert sind vor allem die USA, der weltweit größte Luftverschmutzer. Im Gegenzug aber verlangen sie, dass Russland seinen Markt für weitere amerikanische Investitionen öffnet. Die Europäer drängen, ehrlich bemüht, den Treibhauseffekt zu verringern. Russland soll ratifizieren, doch mehr und mehr verkommt das Abkommen von Kyoto zu einem Poker um wirtschaftliche Interessen. Und die sind den USA wichtiger als der Klimaschutz. Trotzdem wollen sie bei der Umweltkonferenz in Buenos Aires die ihnen von vielen zugedachte Rolle nicht annehmen. Dem klaren Ansinnen zahlreicher Länder folgt eine ebenso klare Antwort. Ich weiß nicht genau, warum wir immer als die Schurken gesehen werden. Vielleicht meinen einige, dass es wichtiger sei, übereinzustimmen, als zu handeln. Wir glauben, man solle besser handeln. Übereinstimmungen bei Kyoto allein bedeuten nicht, dass man seine Versprechen auch einlöst. Die USA sagen, sie unternehmen etwas, um weniger Schadstoffe auszustoßen. Bislang allerdings geschieht das hier zumeist auf freiwilliger Basis. Die Bush-Regierung lehnt Auflagen ab, da sie der Wirtschaft schadeten. Für alte Kraftwerke gibt es deshalb immer wieder Ausnahmegenehmigungen. Die Regierung bestreitet auch, dass etwa Stürme wegen des Schadstoffausstoßes zunehmen. Und als die Umweltbehörde der USA berichten wollte, dass die Erderwärmung ein Problem sei, das damit zu tun haben könnte, ließ das Weiße Haus das kurzerhand streichen. Das Vorbild der Regierung hat Folgen bei den Bürgern. Gerne fährt Präsident Bush Gäste auf seiner Ranch im Macho-Mobil herum. In einigen Bundesstaaten werden zwar vermehrt kleinere Autos verkauft, aber Spritfresser prägen doch immer in weiten Teilen des Landes das Straßenbild. Benzin, kaum besteuert, ist billig, der Anreiz zu sparen gering. Kyoto ist weit, die Angewohnheit, sein Auto einfach laufen zu lassen, hingegen weit verbreitet. Und dennoch, im Februar 2005 ist es soweit. Das Kyoto-Protokoll tritt in Kraft. Russland machte es möglich. Denn Kyoto musste von mindestens 55 Ländern ratifiziert werden, auf die 1990 mindestens 55% des Kohlendioxidausstoßes der Industrieländer entfielen. Das Protokoll ist für die Teilnehmerstaaten bindend. Die vereinbarten Ziele müssen eingehalten werden, sonst treten Sanktionen in Kraft. Während man schon über das Nachfolgeabkommen von Kyoto diskutiert, weigern sich die USA weiterhin zu unterschreiben. Auf den Gipfeln in Nairobi und Bali ging es vor allem um die Frage, wie die Entwicklungsländer im Umgang mit den spürbaren Folgen des Klimawandels unterstützt werden können. Umweltminister Gabriel wollte unbedingt, dass die Weltklimakonferenz in Nairobi ein sichtbares Ergebnis bringt. Und deshalb stellte er mit den EU-Partnern einen neuen europäischen Fonds vor, der vor allem Afrika beim Klimaschutz helfen soll. Eines der großen Probleme der Entwicklungsländer ist, wie kriegen sie eigentlich Zugang zur Energie, ohne das Klima zu schädigen. Und eine der Möglichkeiten ist, erneuerbare Energien zu bekommen oder effiziente. Dafür ist aber oft kein Geld vorhanden, beziehungsweise die Investments sind zu teuer. Statt etwa mit Holz zu kochen, in Zukunft der Einsatz von Solarenergie. Solche umweltfreundlichen Projekte will die EU fördern, um weniger Treibhausgase freizusetzen. Ein Schritt, wenn auch ein kleiner. Und ein Jahr später in Bali dann klare Beschlüsse. Durch internationale Zusammenarbeit sollen arme Länder die Folgen der Erderwärmung leichter bewältigen können. Weniger Wälder sollen gerodet werden, um den Treibhauseffekt zu verringern. Der Ausstoß von Treibhausgasen soll gesenkt werden. Konkrete Zahlen aber legt das Mandat von Bali nicht fest. Lediglich eine Fußnote erwähnt für 2020 eine Verringerung um bis zu 40%
gegenüber 1990. Klimadiplomatie im Schneckentempo. Man hat sich anscheinend daran gewöhnt. Um endlich einen Durchbruch zu erzielen, erschienen mehr als 100 Staats- und Regierungschefs zur 15. Klimakonferenz in Dänemark. Es ging wieder mal um ein ganz großes Thema, ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll. Die größte Enttäuschung war 2009, Kopenhagen. Man spricht ja heute auch von Floppenhagen. Da konnte man sich auf gar nichts einigen. Und da hat man dann beschlossen, sich mehr Zeit zu geben. Ich glaube, der wichtigste war tatsächlich der in Kopenhagen. Und ich glaube, er war in gewisser Hinsicht auch der erfolgreichste, weil bei der Gelegenheit furchtbar naive Vorstellungen gekillt wurden, dass sich sozusagen eine wohlmeinende Gesellschaft jenseits aller kulturellen Unterschiede, wirtschaftlicher Unterschiede und so weiter einigen könnte auf den einen richtigen Weg. It is so decided. Beschlossen und verkündet. In Kopenhagen ist die Achterbahnfahrt zwischen Scheitern und Erfolg zu Ende. Der Gipfel schlägt sich durch zu einer Einigung in letzter Minute. Wir haben eine beeindruckende Vereinbarung erreicht, wenn auch keine rechtlich bindende. Die Vereinbarung, ein 12-Punkte-Papier. Die Unterzeichner, darunter auch China und die USA, akzeptieren das 2-Grad-Ziel, wollen den CO2-Ausstoß drosseln und vereinbaren Finanzhilfen für Entwicklungsländer. Wenig Konkretes. Deswegen quält sich das UN-Plenum die ganze Nacht durch dieses Papier, das zuvor eine Runde aus 25 Staatschefs vorbereitet hatte. Man gibt uns hier keine Zeit, über dieses Papier in Ruhe zu beraten, ärgert sich der Vertreter Boliviens. Dänemarks Premier Rasmussen entnervt. Von den Delegierten zum Durchhalten verdonnert. Später gibt er den Konferenzvorsitz auf. Am Ende nimmt das Plenum das Vorschlagspapier zur Kenntnis, akzeptiert es als Basis für Nachverhandlung. Erste Reaktion, vorsichtig optimistisch. Ich bin zufrieden, sagt der Präsident der Malediven, auch wenn ich weiß, dass das noch nicht der große Wurf ist. Er hat 2 Nächte ohne Schlaf hinter sich, Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Er hat hart verhandelt, es hätte besser laufen können. Die Europäer waren diejenigen, die vorangetrieben haben, die geführt haben. Die USA waren diejenigen, die zu spät gekommen sind. Und die Blockade bis zum Ende, die Verweigerung von Verantwortung sogar anderer, die hat China übernommen. Der bis dahin größte Klimagipfel aller Zeiten, er endet mit einem Minimalkonsens. Das 2-Grad-Ziel bestimmt die Tagesordnung der nächsten Klimagipfel. Ein klares Ziel? Das 2-Grad-Ziel ist meiner Meinung nach eine Kapitulation von den Bedürfnissen der Umwelt. Dass wir 2 Grad erreichen wollen, ist ein politischer Beschluss, kein wissenschaftliches Muss. Von der wissenschaftlichen Seite würde man sagen, je weniger, umso besser. Leider aber sind die Folgen des Klimawandels immer mehr zu spüren. Während auf den Philippinen der Taifun Haiyan wütet und die Welt mit unzähligen Bildern von Tod und Zerstörung schockiert, startet gleichzeitig in Warschau die 19. Weltklimakonferenz. Zu Beginn 3 Schweigeminuten für die Taifunopfer. Dann sollte es mit der Tagesordnung weitergehen. Dem Vertreter der Philippinen war das nicht genug. Mein Land wird nicht akzeptieren, dass es noch viele Gipfel braucht, bis etwas gegen den Klimawandel getan wird. Und natürlich, alle signalisieren ihre Zustimmung. Gesten der Solidarität retten das Weltklima aber nicht. Konkrete Maßnahmen sind nötig. Auf dem Klimagipfel wurde tagelang geredet und gestritten, allerdings ohne handfeste Beschlüsse. Deutlich zu wenig für die internationalen Umweltverbände. Sie hatten die Schnauze voll und verließen die Konferenz 2 Tage vor dem offiziellen Abschluss. Dann ist sie zu Ende und was bleibt, ist die Hoffnung, dass beim nächsten Gipfel endlich die Maßnahmen beschlossen werden, die unser Klima retten können. Brasilien, das Amazonasbecken. Wasser ohne Ende? Von wegen. Seit Jahren leidet das Land zunehmend unter großflächiger Dürre. Der Norden Chinas, Wasser als Mangelware. Reisanbau seit Jahrhunderten vorbei. Der Westen der USA, auch hier seit Jahren Dürre. Das Weltklima ändert sich rasant. Was tun? Perus Umweltminister erleichtert, wenigstens etwas mehr erreicht zu haben als nichts. Der Plan, die Welt unter einem einzigen Klimaschutzvertrag zu einen. Alle sollten dabei sein.
wenn in Paris ein solches Abkommen beschlossen werden soll. Alle, das heißt viele Kompromisse, Umweltverbände, hätten mehr erwartet. Der WWF ist schwer enttäuscht über das Ergebnis hier. Es ist kein Schritt nach vorne nach Paris, sondern eher Stillstand. Das ist natürlich bitter. Wir haben keine solide Grundlage, dass die Industrieländer und Entwicklungsländer berichten über ihre Klimaschutzanstrengungen. Sie sind nicht vergleichbar und das ist natürlich inakzeptabel. Was aber akzeptabel ist, entscheidet halt jeder Unterzeichnerstaat für sich. Der Graben zwischen Entwicklungsländern und Industriestaaten sollte hier eigentlich langsam geschlossen werden. Ein zähes Ringen. Wir haben in den letzten zwei Tagen erlebt, dass der ursprüngliche Entwurf, der hier vorgelegen hat, nochmal etwas abgeschwächt worden ist. Das hätten wir uns als Europäische Union und in Deutschland anders gewünscht. Große Entwicklungsländer von Indien bis Malaysia stehen auf der Bremse, fordern ein Recht auf Wachstum, auch zulasten des Klimas, Beispiel China. Der bisherige Entwurf, sagt der Vize-Außenminister, reflektiert nicht den Grundsatz unterschiedlicher Verantwortlichkeit. Er zeigt nicht den Unterschied auf zwischen entwickelten und sich entwickelnden Ländern. Das muss überarbeitet werden. Will heißen, Klimaschutz und weniger Kohlendioxidausstoß, das muss man sich auch leisten können. Für Einsichten wie diese scheint es allerdings schon zu spät zu sein. Deutschland will weiterbauen am Weltklimavertrag und ist vorsichtig optimistisch. Wir haben nun ein Ergebnis, das alle Möglichkeiten eröffnet, zu einem ambitionierten Klimavertrag zu kommen. Das wird nicht von selbst geschehen. Das wird starke Anstrengungen bedürfen und vor allem noch mehr Flexibilität bei allen Vertragsstaaten, als wir das in den letzten 10 Runden erlebt haben. Derweil meldet die Weltorganisation für Meteorologie, die Oberflächentemperatur habe einen neuen Rekordwert erreicht. Viele Konferenzen, die Zeit drängt und das Klima verhandelt nicht mit. Die Erwartungen aber sind nicht mehr groß. Für Paris hege ich eigentlich wenig Hoffnung. Es wird ein neues Abkommen geben, da bin ich mir sicher. Aber es wird so windelweich sein, dass es nicht geeignet sein wird, das Klima auf einem Niveau zu stabilisieren, das wir als ungefährlich bezeichnen würden. Ich erwarte, dass man dieses Mal eine Einigung herstellen wird, nach diesem Prinzip eine Koalition der Willigen. Dass also zugerufen wird, und zwar, weil ich denke mir, ich kann so und so viel machen. Ich erwarte, dass diese Zurufe, was da also gesagt wird, was man reduzieren könnte in Emissionen, am Ende so und so nicht gehalten wird. Dass aber im Laufe der Zeit auch technologische Neuerungen hinzutreten, die das einfacher machen. Mehr als 150 Staats- und Regierungschefs tagen nun 2 Wochen lang in Frankreichs Hauptstadt. Die bisher größte Klimakonferenz aller Zeiten. Erklärtes Ziel, wieder einmal, ein internationales Abkommen, um die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Und diesmal wollen die USA und China ein Abkommen. Die Industrienationen wollen den Schwellenländern bei der Anpassung an den Klimawandel helfen. Und erneuerbare Energien werden immer wettbewerbsfähiger. Eigentlich gute Voraussetzungen für den Kampf gegen den Klimawandel. Die Diskussionen aber werden weitergehen. Die Zukunft unseres Planeten. The future. Global emissions. Dangerous. Climate change. Ont été perdus. De ressources. C'est une réalité. Hurricane. Klimatische. Economic. Technology. Turning point.